andere lassen nicht mal die Katze im Dorf. Und ich kenn einen, der ist all das in einer Person. Der textet dich zu, gnadenlos monoton. So wie er mich erblickt, fällt ihm ein Vortrag ein. Prostata, Oralphobie, Kaninchenverein werden ohne Atempause miteinander verbunden. Und mit dem letzten Wort ist er wieder verschwunden. Gerade als ich sagen will, Lehmann, sei still. Ungekämmter und rasierter und feiner Pinkel mit schwelender Zigarre im vergilbten Mundwinkel. Seine Latzhose und er sind unzertrennlich, oder anders gesagt, er wirkt unschlagbar männlich, ein Moralapostel, der Frauenversteher und genialer das.